Was wir noch brauchen, ist ein Kaffee. Das kann halt wieder ein bisschen länger dauern heute. Ja. Warum ich eine Haube auf habe, ist auch leicht erklärt. Ich habe gestern die Haare geschnitten, damit ich mich nicht verkühle. Habe ich die Haube auf. Ich brauche immer so ein bisschen 2 bis 3 Tage mit der kurzen Frisur. Sonst kriege ich so Knackweh. Deswegen habe ich die Haube auf. Ah, der Fokus funktioniert noch immer, aber jetzt habe ich einfach euch gesehen. Da ist noch einer. Ah ja, hallo. Ja, von dem her geht das schon, ne? Übrigens, was ich schon immer mal machen wollte, aber leider vergessen habe, weil halt, es ist, Videos machen ist ein Wahnsinn. Videos machen ist so aufwendig, vor allem wenn du den Background nicht hast. Es ist so viel zum Lernen, es ist Licht zum Lernen, es ist die Kameraführung, es ist der Bildaufbau zum Lernen. Ein bisschen Interaktion gehört her, dann solltest du über das Thema auch noch ein bisschen Bescheid wissen. Die Nachbearbeitung ist ein Problem, PC-Wissen solltest du haben, Titelgestaltung, Miniaturbüdel, Suchbegriffe. Also, es ist ein rundherum Thema. Und wenn du neu anfangen willst mit Videos machen, ne, dann ist das echt sehr, sehr komplex. Ne? Also, das ist ein Wahnsinn einfach. Ne? Aber wie auch immer, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Ne? Ich wollte mich echt einmal bei euch bedanken für, jetzt sind wir momentan 60 Abonnenten, 60 Leute, denen das gefällt, was wir machen. Vielleicht haben sie nur durch Zufall aufgeklickt, kann sein. Ich darf mich gerne bei euch persönlich bedanken, nur ist halt so, aufgrund der Datenschutz-Sachen, das hat jeder in seiner Hand. Sicher natürlich nicht, wer mich abonniert hat. Ne? So 90% von den Leuten sind inkognito unterwegs, die sind anonym unterwegs. Das heißt, ich weiß jetzt einfach nicht. Ich sage jetzt einmal pauschal Danke. Wir bleiben auf alle Fälle dran, es macht mir Spaß. Es ist ein Mörderaufwand, da geht richtig viel Zeit drauf. Aber ich denke mal, das Thema wird sich rund um quasi Garteln und Werkeln weiterentwickeln. Es ist jetzt nicht nur so das Grünzeug im Garten, Gemüse und so weiter. Schauen wir mal, Themen ergeben sich immer. Und Richtung Werkeln, Werkeln ist halt eher so meins. Unter Werkeln, Werkeln ist generell ein breiter Begriff. Werkeln kann auch Werkeln in der Küche zum Beispiel sein. Ne? Das heißt, Obst und Gemüse verarbeiten von der aktuellen Ernte, und. Ne? Also, ich bin da jetzt nicht wirklich festgelegt. Bastelgeschichten, Projektsachen, was jetzt mit einem Werkzeug, das vielleicht die Masse daheim hat. Ich habe auch zum Beispiel keine Kreissäge. Das habe ich nicht. Ne? Ich hätte zwar gerne eine, ich habe aber keine. Das heißt, das muss mit anderen Mitteln auch gehen. Und wie ich schon einmal gesagt habe in einem Video, das beste Werkzeug ist das du gerade zur Verfügung hast. Und die kaufen mir jetzt gerade 2000 Euro Kreissäge, wenn ich es 5-mal im Jahr brauche. Ne? Das macht wenig Sinn. Ja, und wenn sie das Rauschen nehmen, euch anzipft, das ist die Waschmaschine. Aber ist ja nur ein Test eigentlich. Ne? Und das wird sicher nie abgeloadet werden, weil das schaut sich keiner an. Und wenn doch, ihr seid mutig, ihr habt viel Zeit, oder ihr seid gespannt, was als nächster kommt. Ne? Kann ja auch sein. Ja, in diesem Sinne auf alle Fälle danke für alle, die mir abonniert haben. Aktueller Stand sind so um die 60, haben wir da. 60 Abonnenten, das gefreut mich, ein Haufen Likes, einige Kommentare. Mit ein paar Leuten werde ich mich nächstes Jahr treffen. Machen einen guten Eindruck. Kann lässige Geschichten können das werden. Und ja, ich bin, oder nicht ich allein, wir sind bemüht, dass wir besser werden. Wir wollen uns weiterentwickeln. Wir wollen, es ist halt, alles was du anfängst, ist halt auch gefreut. Ne? Es ist am Anfang ist das alles ein bisschen holperig, das Ganze, und mit zunehmender Übung wird das einfach besser. Wahrscheinlich. Wenn es nicht ist, ja, dann solltest du was anderes tun. Oder du bist so überzeugt von deinen Sachen, dass das einfach passt. Der Plan ist einmal grundsätzlich der,
Ich möchte das jetzt einmal 2 Jahre lang machen. Oder zumindest 100 Videos. Weiß man nicht. Und dann sehen wir, wie sich das entwickelt. Ne? Das muss man sehen, ob das Sinn macht oder nicht. Vor allem, ob der zeitliche Aufwand dafür steht. Momentan macht es mir recht viel Spaß, aber nur, dass ihr eine Vorstellung habt, wie viel Aufwand das ist. Pro Video, je nachdem, wie es geschnitten ist, was für ein Material das ist, kann man mal mindestens 10 bis 15 Stunden rechnen. Locker. Das ist schon einiges, ne? Das denkst du, 10 Minuten Video, also 15 Stunden, 2 Tage arbeiten und irgend so was. Und dann schaut sich das keiner an. Thema verfehlt zum Beispiel. Ne? Ja, ist halt einfach so. Reine Übungssache. So. So viel zu dem. In der Zwischenzeit, bevor ich die Lampen anschließe, ich habe mir über Amazon Warehouse Deals eine gebrauchten Billig-Softboxen bestellt. Bin mir jetzt nicht sicher, ich muss probieren. Die Lichtausbeute in einem dunklen Raum ist für mich zu wenig, für das ist der Raum zu groß und das Ganze, was ihr da herum seht und auf der anderen Seite auch, das schluckt mir zu viel Licht. Und Licht ist ja bekanntlich so ein Thema beim Video. Für Foto würde es funktionieren, für Video machen geht es sicher nicht, für das ist es zu wenig. Und nur die Leuchtstoffröhren, die originalen, flackern, also die flimmern. Und die neuen LED-Lichter, die habe ich habe eine schon mal gehabt, ich habe das in meine Kochvideos, in die Küchenvideos, habe ich die auf die Decken aufgegeben. Das ist eher ja, neutral weiß, heißt das Licht, mit 4000 Kelvin, das ist genauso, noch ein bisschen rot, aber schon mit leichtem Blauton drinnen. Das hat, glaube ich, 3200 Lumen. Indirekt beleuchtet, das heißt, ich streue auf die Decken und die Decken reflektiert mir quasi das Licht ober. Das habe ich da auch probiert. Wir haben da ein bisschen eine niedrigere Raumhöhe, das funktioniert nicht so gut. Und der Raum an sich, das drumherum, ist viel zu unregelmäßig, also das schluckt mir wirklich viel Licht weg. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mache, es ist alles in der Testphase. Das heißt, wenn euch das Technische überhaupt nicht interessiert, kein Problem, zappt es einfach zum nächsten Video. Nur ich gehe einmal davon aus, es gibt ja Unmengen Lichterklärvideos. So. Und ich glaube einmal, dass ich mindestens die Hälfte erlogen ist. Ne? Das ist einfach gelogen, damit man ja auf den Amazon-Link klickt und sich das Billigset dann kauft. Was anderes ist es nicht wahrscheinlich. Generell ist es ja so, dass ihr eher kritisch sein sollt, was ihr anschaut. Oder komischerweise beim Fernsehen, beim normalen TV, muss oldschool quasi. Ne? Das ist auch nicht kritisch. Aber wenn YouTube-Trends irgendwelche springenden Osterhasen verkleidenden Influencer sagen, weil es halt die Leute sehen wollen. Ne? Und wenn es die Leute nicht sehen würden, wollen würden, dann werden sie auch nicht vorgeschlagen werden. Ne? Da hinterfragen wir nicht, was los ist. Deswegen. Ein bisschen Hausverstand gehört her und wenn ich jetzt viel geredet habe, zappt es einfach weiter. Aber solche Sachen so quasi unter uns, ne, so. Ist ja keiner da, deswegen geht es ja nicht. Es gibt sicher viel unter euch, mich selber auch eingeschlossen, der noch ein bisschen Hemmung hat vor der Kamera. Der Ton passt nicht, einfallen tut dir nichts, was du sagen willst, obwohl du es recherchiert hast. Dann stehst du vor der Kamera, schaust in die falsche Richtung, schaust weg, tust das und das, dann kriegst du keinen geraden Satz raus. Mir geht's gleich. Also, es ist halt einfach einmal so, ohne dass du das übst, wirst du dich nicht weiterentwickeln. Das hat mit Perfektion nichts zu tun, weil dann ist better than perfect. Also das Ding, wenn es erledigt ist, wurscht was ihr macht und ihr meint, es ist nicht perfekt, macht es fertig, lernt es draus. Von mir aus, wenn es jetzt um YouTube-Videos geht, lohnt es auf. Irgendein Publikum findet sie. Und wenn euch die Qualität gar nicht passt, müsst ihr halt von vorne anfangen. So. Das ist aber jetzt nicht das. Aber so Interaktion mit der Kamera, so ein bisschen
auf intim quasi, ne? Ist ja keiner da. Da geht's ja, ne? Rundherum dicke Mauern, schallgeschützt, Fenster zu, da sind sowieso zu. Draußen stockdunkle Nacht, jeder schläft, also unwahrscheinlich, dass da jetzt irgendwer daherkommt. Da geht's auf einmal, ne? Stehst im Freien, kommt ein Nachbar vorbei oder jeder Spaziergänger, fangst das Stottern an und fühlst dich wieder Christetät, ne? Und ich glaube, ich bin da nicht der Einzige. Ne? Aber es ist eine gute Übung auf alle Fälle, dass man ein bisschen mit der Kamera zurechtkommt. Kann man ein bisschen probieren. Und im Endeffekt, ich beende meinen Monolog jetzt einmal. Ihr zappt zum nächsten Video weiter, wo wir dann den Schalter und die Kabel montieren. Bis zum nächsten Mal.